Kann ein Online-Spiel eigentlich speichern? Wer weiß. So, da bin ich. Oh, was? Da hinten ist sie ja schon. Na, ich hab's mir doch gedacht. Jo. Hey, psst. Ihr seid am Leben. Seid ihr wirklich hier oder ist das wieder ein Trick? Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Okay, ich bin es. Der Prophet hat mich geschickt, um euch zu finden. Dann ist er noch am Leben. Den Göttern sei Dank. Aber ihr könnt nicht bleiben. Ihr müsst gehen, bevor sie euch hier finden. Na, ich werde nicht ohne euch gehen. Ihr versteht das nicht. Sie haben etwas mit mir gemacht. Ich kann nicht weg. Was meint ihr? Es ist schwer zu beschreiben. Meine Erinnerungen, meine Gefühle, sie wurden zerschlagen, auseinandergerissen. Und all die Bruchstücke wurden in verschiedenen Teilen der Gießerei eingeschlossen. Tja, dann werde ich sie wohl bergen müssen. Ich habe es versucht. Die Daedra haben mir alles genommen. Meine Willenskraft, mein Mut, mein Selbstempfinden. Ich bin eine leere Hülle. Die Fragmente sind Spiegelungen meiner schlimmsten Ängste und meiner schmerzhaftesten Erinnerungen. Ich kann nicht... Ich glaube nicht, dass ich mich ihnen stellen kann. Wir werden ihn uns gemeinsam stellen. Und jetzt kommt. Ich werde mein Bestes tun. Geht voran. Müssen wir entlang. Darf oben. Ja, Entschuldigung. Ich muss mal eben woanders lang. Hier oben zum Beispiel. Diese verlorenen Seelen sind sich ihrer Menschlichkeit kaum bewusst. Die Wachen schlagen sie nicht einmal mehr. Tja, da vorne ist eine Wache. Überraschung. Nochmal zwei Wachen. Warte mal, kann ich nicht mit fünf? Ha! Geil. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber geil. So, auf rein da. Verdammt lange her, dass ich hier gewesen bin. Anderthalb Jahre ungefähr, aber es könnte auch eine Ewigkeit gewesen sein. Jahrhunderte. Oh yeah. Okay, weiter. Aber schließlich nicht ewig Zeit. Was? Es sieht aus wie das Zuhause meiner Kindheit in die Gräber meiner Eltern. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Mein Vater war kühl, kalt. Ich denke, er gab mir die Schuld am Tod meiner Mutter. Mit 16 rannte ich weg, um Söldner zu werden. Ich habe meinen Vater niemals wiedergesehen. Ich hörte, er wurde von einem alten Feind ermordet. Vater? Papa? Bist du es? Da hinterher. Ach so, mit dir reden. Warum geschieht dies? Ihre Seele gehören schon uns. Na komm. Brecht eure armselige Rettung ab. Nein. Wer seid ihr? Warum ist Lyris an eurer Seite? Ich bin hier, um Lyris zu helfen. Wer seid ihr? Im Leben war ich Gjalda, der Vater von Lyris. Mein Geist wurde aus seiner Ruhe gerissen und an diesen üblen Ort gebracht. Die Daedra zwangen mich, den Mord an mir immer und immer wieder zu durchleben. Ich dachte, meine Qualen würden niemals enden. Sie missbrauchen euch, um Lyris an Kalthafen zu ketten. Ich verstehe nicht. Lyris war immer ein Freigeist. Warum sollte meine Anwesenheit sie hier binden? Sie gibt sich selbst die Schuld für euren Tod. Lyris, ist das wahr, Kind? Du warst immer so kalt, so unnahbar. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Es war meine Schuld. Ich hätte nicht geboren werden sollen. Lyris, schau mich an. Das Blut der Riesen fließt durch meine Adern. Deine Mutter war eine Nord.
Ich gab ihr meinen Samen, ohne einen Gedanken an ihre Sicherheit zu verschwenden. Deshalb starb sie. Nicht wegen dir, Kind. Wegen mir. Ich dachte, du gibst mir die Schuld. Du konntest mich nicht einmal anschauen, Papa. Verstehst du es nicht? Wenn ich dich ansah, sah ich ihr Gesicht. Ich liebte sie, Kind. Genau wie dich. Mehr als das Leben. Wir können die Vergangenheit nicht ändern und sollten auch nicht an ihr festhalten. Diese Gefühle dürfen dich nicht verfolgen. Lass sie los. Lass mich los. Ich liebe dich auch, Papa. Schlaf jetzt. Ruhe in Frieden. Er ist fort. Los, verschwinden wir von hier. Ja, mach was. Komm ich? Da komme ich raus. Dieser Ort ist ein Labyrinth der Hoffnungslosigkeit. Gebaut um das Elend der... Vorsichtig! Halt, das ist mein altes Söldner. Waren war unser Kommandant. Wir kämpften, um das Kaiserreich vom Joch der Langhauskaiser zu befreien. Ich wollte ein guter Soldat sein, aber der Rest der Einheit, sie haben mich wie eine Aussätzige behandelt. Ich denke, sie hatten Angst vor mir. Sie versteckten gerne meine Rüstung, damit ich bei der Inspektion durchfiel. Schweine! In einem so vollen Lager habe ich mich noch nie so allein gefühlt. Okay. Schön. Oh nein, ich wurde entdeckt. Ah, da ist ihre Beinpanzerung. Habt ihr alle Teile bekommen? Ja, ich habe es überall im Lager in den Truhen versteckt. Ich wette, diesmal lässt der Kommandant sie. Ihr werdet hier auf ewig verrotten. So, der Typ ist weg. Sie ist ganz allein. Niemand will sie. Überlasst sie ihrem Leid. Nope. So, Heiltrank. Sehr schön. Ja, die brennen jetzt erstmal eine Runde. So, noch eine kaiserliche Bettruhe und ihre Handschuhe. Also das heißt, wir haben Stiefel, Handschuhe, fehlt nur noch Rüstung, Oberteil und Helm oder so. Da sind die Brustplatten. Echt? Das war's? Wenn nicht... Habt ihr etwas gefunden? Ich glaube, die Rüstung gehört euch. Ich kann es kaum glauben. Diese Rüstung gehört zu mir. Sie macht aus, was ich bin. Ein Krieger ohne Rüstung ist wie ein Bär ohne Krallen. Naja, zieht sie euch an. Ich warte so lange. Ich gucke auch nicht. Hervorragend. Ich bin bereit. Geht doch. Dann weiter. Warum eigentlich die... Achso, klar. Okay. Nichts. Ich habe nichts gesagt. Achtet auf eure Schritte. Der Bergbau hat diese Tunnel instabil werden lassen. Kommt da noch was runter oder kann ich durch? Und durch. Hallo. Nope. 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 So, der Typ ist weg. Und der Typ ist auch weg. Was haben wir hier? Ja, toll. Nicht. Oh. Tja, hallo. Okay, das war einfach. Können wir das abbauen? Nein. Das glänzt so schön. Blau. Ho. Ab nur, Tarn. Ihr verräterisches Schwein. Ich hätte hier mit euch rechnen sollen. Seid keine Narren, Titanenkind. Euer Hass macht euch mürbe. Krieger sind wie Stahl. Verlieren sie ihre Stärke, verlieren sie ihren Wert. Mir helfen? Ihr habt uns alle betrogen und dann wieder Manimarkos Stiefel geleckt, noch bevor sich der Rauch verzogen hatte. Ich tat, was ich tun musste. Und als Zeichen meiner guten Absichten habe ich ein Geschenk für euch. Aber passt auf, Kalthafen wird es nicht so einfach aufgeben. Ist das Baishors Knochen? Das ist sie. Entseelter, das ist meine Streitaxt. Oh.
Okay. Dass ihr wieder da seid. Dürstet es um meine Axt. Es fühlt sich gut an, sie zurückzuhaben. Sie ist ein Teil von mir. Sie zu verlieren war wie einen Arm zu verlieren. Warum sollte Tarn versuchen, euch zu helfen? Ich weiß es nicht. Ich traue ihm nicht und das werde ich auch nie. Aber es ist seltsam. Der blinde Hass, den ich verspürte, als ich ihn sah. Ich hätte ihn mit bloßen Händen erwürgen können. Aber jetzt... Ich denke, er hatte recht. Dieser Hass vergiftete mich. Wie fühlt ihr euch jetzt? Besser. Stärker. Fast wieder ganz. Ist das nicht seltsam? Ich fühle mich mächtig genug, um es mit Umaril dem Ungefiederten aufzunehmen. Ich fühle mich wieder wie eine Kriegerin. Was kommt als nächstes? Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen weiter vorrücken. Der Durchgang wird durch einen Erdrutsch blockiert. Aber da ich jetzt meine Axt zurück habe, komme ich vielleicht da durch. Versuchen wir es. Wo ist lang? Da geht's lang. Ja. Bleib zurück. Kein verdammter Haufen Steine wird mich jetzt aufhalten. Diese Axt hätte ich jetzt gerne. Auf der Stelle. Das war ja mal mega geil. So ein bisschen wie diese eine kleine Waffe. Bei, wie hieß der, Schuh des Manitou oder so? Ping und puff. So viele dädrische Bestien. So wenig Zeit. Wir müssen uns beeilen. Na gut. So, die ist weg. Noch eine. Was sage ich mit vier? Ich glaube, das war jetzt irgendwie so, dass ich ihr Leben aussauge, wenn ich Schaden mache mit vier. War das nicht irgendwie sowas? So, komm. So, weiter. Wir haben ja schließlich keine Zeit zu verlieren. Ah. Hier kommt also... Huch! Wo kommen die denn her? Habe ich die echt übersehen? Ich wollte sagen, hier kommen die Portale her, weil überall diese Ketten liegen. Ich glaube, die stand im Schatten, ne? Oder ich war einfach blind. Na komm. Ah, noch zwei. Na komm. Perfekt. Und weiter. Das Gefängnis des Echos. Oder so. Okay, das sind Gefangene. Habt ihr das gehört? Was? Das klang wie... Nein, das kann nicht sein. Was kann nicht sein? Sei! Was ist mit euch geschehen? Was haben sie euch angetan? Lyris! Lyris! Ich kann euch sehen! Seid ihr wirklich da? Sei, ich bin es. Wir sehen eine Art Traumbild von euch. Wisst ihr, wo ihr seid? Ich weiß es nicht. Sie foltern mich. Sie wollen das Amulett der Könige. Wollen, dass ich ihnen das Versteck verrate. Aber ich habe es nicht getan. Noch nicht. Sei, ihr müsst durchhalten. Wir werden euch finden. Dafür werde ich sorgen. Wir werden euch finden. Irgendwie holen wir euch da raus. Sei? Sei! Nein! Bringt ihn zurück, ihr Bastarde! Das war kein Trick. Das war Sai Sahan. Kommt ihr wieder in Ordnung? Sai ist ein Freund. Vielleicht mein bester Freund. Wir müssen ihn suchen und da herausholen. Ja, es muss einen Weg geben, um herauszufinden, wo sie ihn festhalten. Wir müssen dem Propheten hiervon erzählen. Er wird wissen, was zu tun ist. Aber erst müssen wir einen Weg hier rausfinden. Es kümmert mich nicht, was sie uns sonst noch entgegenwerfen. Nichts wird mich daran hindern, Zeit zu helfen. Los geht's.